Autofahren kann man jederzeit in brenzlige Situationen geraten, auch wenn man vorsichtig fährt. Hier heißt es, schnell und richtig bremsen. In einer Kurve beispielsweise, die unerwartet nass und rutschig ist, muss man bremsen und richtig lenken können, um noch auf der Fahrbahn zu bleiben. Wenn das Bremsen nicht ausreicht, sollte man ausweichen können, wenn dies noch möglich ist, und zwar ohne von der Fahrbahn abzukommen. Auch wenn die meisten Fahrzeuge heute mit immer effektiveren Sicherheitssystemen ausgestattet sind, hängt doch enorm viel von den Fähigkeiten des Menschen ab, der das Auto fährt. Das richtige Verhalten in Notsituationen kann man trainieren. Stopp, alles nochmal auf Anfang. Auf Anfang? Stimmt. Eigentlich wollen Menschen ja gar nicht in brenzlige Situationen geraten. Deshalb lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim PKW-Sicherheitstraining auch, Gefahrensituationen richtig einzuschätzen und möglichst zu vermeiden. Meistens reicht es aus, wenn man die Geschwindigkeit ein wenig senkt. Apropos Anfang. Zu Beginn des Trainings steht die optimale Sitz- und Lenkradposition. So kann man optimal reagieren, bremsen und lenken und ermüdet nicht so schnell auf längeren Strecken. Im weiteren Verlauf lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eigenen Fähigkeiten und die Grenzen ihres Autos richtig einzuschätzen. Dazu gehört zum Beispiel, die Länge des Bremsweges aus Tempo 50 richtig einschätzen zu können. Es wird trainiert, wie man richtig bremst. Nicht zu weich, zu zögerlich, sondern von Anfang an mit voller Kraft. Nur so wird kein einziger kostbarer Meter verschenkt. Jawohl, sehr schön. Bremspunkt getroffen, Vollbremsung, die Signalanlage zeigt es uns an und bis zum Stillstand durchgeführt. Perfekt. Dann wollen wir uns mal mit dem nächsten Punkt beschäftigen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Wir befahren die Straße, schlagen das Lenkrad ein und merken, das Fahrzeug schiebt aus der Kurve raus. Das ist das größte Problem, was wir eigentlich immer haben. Wir sind zu schnell. Die Fahraufgabe lautet also, richtiges Verhalten in einer Kurve. Also, das Wichtigste bei dem Thema ist die Geschwindigkeit raus. Ja? Die nächste Fahraufgabe, richtig bremsen und ausweichen. Links. Also das Training war einfach super. Warum war das so toll? Weil ich zum ersten Mal eine Vollbremsung erleben durfte, was ich in meinem Leben noch nie machen konnte, also auf der Straße. Ja, die interessante Sache mit der Bremsprobe, das war sehr interessant, weil doch einige Nicht-Einschätzungen dabei waren mit der Länge eines Bremsweges. Und man verschätzt sich leicht. Man meint, die Fahrzeuge sind alle so gut und top, aber es ist doch nicht so. Der Mensch und die Technik muss zusammen miteinander funktionieren. Der Trainer war sehr, sehr sympathisch. Hat auch gut erklärt, einfache Worte, verständlich, einfach super. Ich habe viel gelernt in der Zeit und ich würde jedem empfehlen, das zu machen. Und alle paar Jahre werde ich das auch mal wiederholen, denn die Technik ändert sich ja und man lernt immer dazu. Aus Wirksamkeitsstudien wissen wir, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Training besser bremsen und lenken konnten als vorher. Gute, ebenfalls nachgewiesene Effekte. Die Risikobereitschaft sinkt und die Verantwortung für das eigene Handeln im Straßenverkehr nimmt zu. Außerdem lässt der Wunsch nach Nervenkitzel beim Autofahren nach. Das PKW-Sicherheitstraining richtet sich an junge Fahrerinnen und Fahrer genauso wie an ältere, erfahrenere, egal ob sie wenig oder viel fahren. Alle haben Spaß und lernen etwas für ihre Sicherheit.
Voraussetzung ist lediglich ein gültiger Führerschein Klasse B und ein eigenes Auto oder ein Dienstwagen. Der 7-stündige Kurs wird von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren sowohl auf festen Plätzen als auch mit mobilen Einheiten durchgeführt. Informationen zu den Angeboten des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVR, und der gesetzlichen Unfallversicherungsträger finden Sie unter deinewege.info oder fragdiebanane.de. Gerne kommt eine Beraterin oder ein Berater zu Ihnen in den Betrieb. Auch die Seite dvr.de bietet weiterführende Informationen für Ihre tägliche Arbeit. Viel Erfolg bei Ihrem Engagement für eine noch sicherere Zukunft.